Raff, kann ich über das Beispiel des Rauchens fragen, was Sie gerade gegeben haben? Naja. Also Ihr Beispiel des Rauchens. Es scheint, dass es einen Zustand gibt, dass es gut für mich ist. Ja, es ist angenehm, es beruhigt mich, es ist gut. Ja, ich sehe eine Identifikation hier. Also das ist ein Zustand. Und auf der anderen Seite haben wir Wissen, Verstand. Die Ärzte sagen mir, dass es schädlich ist. Und es gibt mir Atemprobleme, Husten und viele andere Dinge, die auf dieser anderen Seite sind. Ja. Also beide Zustände sind zur gleichen Zeit in mir. Wie prüfe ich, wie entscheide ich mich? In jedem Moment entscheidest du, was gut für dich ist. Was angenehm für mich. Also es gibt keine wahre Prüfung, es ist einfach nur das, was mir angenehm ist. Ja. Also ich weiß, dass es schädlich für mich ist, es verursacht Husten und nicht jemand anderes. Ich bin Oren, ich bin derjenige, der es weiß. Also was kontrolliert mich? Was ist? Ja. Was hat größeren Nutzen für mich? Wann hört ein Mensch aufhört zu rauchen? Einmal war ich in einer Gruppe. Sie haben mich in ein Treffen berufen und in diesem Treffen sagten sie plötzlich, wir würden es mögen, dass jeder das Rauchen beendet. Es waren viele Menschen dort. Ja, wie viel ist hier von den Menschen, die da dabei waren? Ah, du warst dabei? Okay, dann sagte ich, nun, okay, dann mache ich natürlich mit. Wie kann ich hier nicht dem zustimmen, was die Gesellschaft beschließt? Also haben wir alle unsere Zigaretten in das Zentrum unseres Geistes geworfen, das war alles. Und dann hatte ich vor, ich weiß nicht, wie viel lange, nicht geraucht. 5 Jahre? Okay, das ist schon etwas. Und dann, ich weiß nicht warum, ich erinnere mich nicht mehr warum, dann kehrte ich dazu zurück. Also, was versuche ich euch zu sagen? Es gibt Einfluss der Umgebung und es beeinflusst den Menschen auf eine bestimmte Weise. Ja? In diesen 5 Jahren, in denen sie nicht rauchten, wo ist diese Freude für Sie verschwunden? Nun, das verpflichtete mich die Gesellschaft, weil wir beschlossen, dass wir aufhören. Und ich verstand, dass sie dies auch beendeten. Also wir haben uns gegenseitig beeinflusst und das wirkte auf mich ein. Also wie kann ich dann gegen die Gesellschaft vorgehen? Und ich war wirklich ein starker Raucher. In diesen 5 Jahren rauchen Sie nicht. Diese Empfindung von Ihnen, dass es für Sie angenehm ist, dass es mich beruhigt. Ich weiß nicht genau, was ist gut für mich. Wo ist es hin? Wie ist es verschwunden? Es verschwand im Verlangen der Umgebung, welche dachte, dass es schlecht ist. Und dass sie... Und dass sie es nicht mit mir einhergeht. Wenn ich rauche, dann bin ich gegen die Gesellschaft, gegen die Umgebung. Und ich hatte nicht die Kraft, wieder erneut von neuem zu rauchen zu beginnen. Ich konnte nicht einmal eine Zigarette halten. Das ist die Kraft der Umgebung. Und heute? Es ist 20 Jahre her, ich weiß nicht, wie lange. Und ich erinnere mich nicht wirklich, wie es geschah. Semyon, erinnerst du dich? Ich denke, jemand sagte mir,
dass sie ja jemand nicht mir herauskitzeln wollte. Sie sagten, und ich weiß nicht, vielleicht hörten sie auf, ich weiß nicht, und das war es. Ich erinnere mich nicht genau mehr an die Zeit, was dort geschah. Ja? Also heute sind Sie immer noch in dieser Prüfung? Ich bin nicht in einer Klärung. Es ist angenehm für mich zu rauchen, ja? Also was ist die Klärung? Es überzeugt sie, es beruhigt mich, es bringt mich runter. Wir alle kriegen das. Jeder, der raucht, versteht das. Und zur gleichen Zeit ist es angenehm und unangenehm? Ist es noch angenehm? Jeder, der raucht, weiß, dass es angenehm für ihn ist. Da ist keine Frage. Und dem entgegengerichtet gibt es das Verständnis, dass es für mich schädlich ist. Es existiert in dir, es verschwindet nicht. Es ist die Empfindung des Bündnisses, was sie machten, als sie mit dem Rauchen aufhörten zusammen. Dass es schädlich für ist. Wo ist es in einem Menschen, in allen von uns? Du siehst, dass die Mehrheit der Menschen, die raucht, nicht zustimmen kann, dass es ungesund ist, dass es schädlich ist. Und zur gleichen Zeit gibt es einen Geschmack darin, etwas Angenehmes. Okay, vielleicht ein anderes Beispiel. Ja? Ein Mensch macht etwas Dummes. Es ist klar, dass es gut für ihn ist. Vielleicht schaut er etwas im Fernsehen oder im Internet, irgendein Videoclip, egal was. Er fühlt es als Gutes, beruhigt ihn. Wir leben. Wir möchten ja immer in diesem Guten sein. Es ist einfach für uns. Und in dieser anderen Ebene, wenn ich verstehe, dass es schlecht für mich ist, also dass ich denke, ich verschwende mein Leben, ich könnte lieber mein Leben für den Zähne investieren, aber ich verfalle in diesen doofen Sachen. Es verschlingt mich wie eine Schlange. Wann erreiche ich die Klärung? Ich verstehe es jedes Mal. Ich verstehe mal diese Sache, dass es angenehm ist. Aber ich bleibe immer hier stecken, Tag für Tag. Wann kann ich das hier verlassen? Nur durch die Umgebung. Der Mensch hat keine Kraft, absolut kraftlos, solche gegen sein Ego vorzugehen. Also, was machen wir? Was wir machen, wir organisieren eine Umgebung, die Druck auf dich ausübt, die dich beeinflusst, jeden Einzelnen, und dass sie dann bestimmen auf eine Weise, dass sie nicht fähig sind, etwas zu tolerieren, das dieser falsche Genuss darin erzeugt. Okay. Ilan, ja.